Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Könnten Sie mir bitte eine Scheibe dieser Größe zuschneiden? Ist das Ihr Ernst? Ja, ich brauche sie für meine Haustür. Ja, aber warum haben Sie sie denn nicht ausgemessen? Ich habe keinen Zollstock. Ich jetzt in die Stadt fahre, einen Zollstock kaufe, dann wieder nach Hause fahre, um die alte Scheibe auszumessen, dann wieder in die Stadt fahre, um sie bei Ihnen zu bestellen, ist das doch viel praktischer so. Ja, ja, aber wie sind Sie denn überhaupt in die Stadt gefahren? Mit dem Bus. Und wie haben Sie das Fahrgeld bezahlt? Meine Frau hat bezahlt. Nun machen Sie schon, mir schlafen die Arme ein. Ja, ja, gerne, aber ist das jetzt die Länge oder die Breite Ihrer Scheibe oder was? Die Höhe. Nun machen Sie schon, meine Frau kommt gleich mit der Breite. Na, bist du gut durchgekommen? Geht es Ihnen nicht gut? Sie kann im Moment nicht sprechen. Warum denn nicht? Sie hat das Wechselgeld vom Bus im Mund. Nun messen Sie schon die Scheibe aus. Ja, natürlich. Ja. Moment bitte. Bitte halten Sie mal. Ja. So. Entschuldigung. Nun machen Sie schon. Ich tue wirklich mein Bestes. Ja. Können Sie mir bitte freundlicherweise meinen Kugelschreiber reichen? Ja, wo ist der? Hinter meinem linken Ohr. Ah, ja. Ach, nimm die Arme runter, du siehst idiotisch aus. Die ganze Idee war idiotisch. Gib's Geld her, komm. Wir gehen. Ja.